Willkommen zurück zu einer neuen radikalen Folge Far Cry 5. Freut mich, dass du da draußen wieder radikal mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die radikalen Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Was zur Hölle war das eben gerade für ein Geräusch? Was? Wackelkopffigur? Cheeseburger? Was läuft hier? Und was müssen wir hier machen? Okay, wir können hier reinspringen. Aber was habe ich eben gerade gehört? Oh, wie süß! Der Kleine macht Geräusche. Yeah, Baby! Ich habe eine Cheeseburger-Wackelkopffigur gefunden. Ich weiß nicht warum, aber hey, nehmen wir sie mit. Für irgendwas wird sie schon gut sein. Okay, ich glaube, hier komme ich nicht durch, oder? Nee. Massiv. Massives Holz. So, hier. Dankeschön. Nehme ich gerne. Ich nehme gerne deine Schleuder hier. Bam, Kumpel. Das Teil hier brauche ich unbedingt. Ihr wisst, wie es läuft, oder? Natürlich. Boah, die Steuerung hier in Far Cry. Einfach nur legendär. Legendär extrem. So, wir machen weiter mit der Alien-Mission. Ho, 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 ho. What the fuck, Alter? Okay, Bruder. Unterwegs. Deckt mich. Was ist denn hier schon wieder los? Was machen die hier? Alter, das war hier schon wieder so ein VIP. Schon wieder so ein Sekten-VIP. Und neue Rednecks hier drüben. Moment, ihr seid die Guten, oder? Das sind die guten Jungs. Du kannst hier keine 10 Meter gehen, ohne dass irgendwas explodiert oder irgendjemand erschossen werden muss. Warum ist der Kollege so verfickt robust? Jungs, da drüben gibt es noch mehr von denen. Die abgebrannte Bude. Hello, my friend. Hello. Und alles brennt. Kein Wunder, dass hier alles abbrennt, oder? Ich meine, wenn überall Benzin rumsteht. Aber die Explosionen. Die Explosionen in dem Spiel sind so verdammt nice. Okay, wisst ihr was? Wir machen nicht diese Alien-Mission. Wir machen die noch. Keine Sorge. Aber ich habe ja gesagt, ich will unbedingt den guten alten Burger-Buben. Deswegen gehen wir zu Wade aus dem Fang-Zentrum. Oh! Eine Prepper-Notiz. Gott, das war heftig. Moment. Können wir hier Arcade spielen? Was können wir hier machen? Kann man da rein in den Schuppen? Dave, deine Meinung? John lässt seine Elite, die Auserwählten, den Himmel in Flugzeugen überwachen. Okay, klare Ansage. Gut, wir sollen hier das Versteck finden und das soll irgendwo hier sein, in dem verbrannten Gebäude. Alright, wie komme ich da rein? Da drin brennt sogar immer noch. Alles klar, wartet mal, Jungs. Meinst du, es gibt irgendwas, was wir noch aus der Asche bergen können? Hier ist ein Seil. Kann man irgendwo hier klettern? Huh. Kann ich vielleicht irgendwie hier so hoch? Unterwegs. Komm schon, geh hier hoch. Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich hier reinkomme. Da sehe ich die Luke. Ich muss irgendwie von oben rein. Aber bis jetzt sehe ich hier noch keinen Weg. Und wer schießt hier schon wieder? So, einer weniger. Das war doch einer von den bösen Jungs, oder? Ich hoffe es. Ab und zu kann ich die echt nicht unterscheiden. Das ist einer von meinen Jungs. Ah, guck mal hier. Da geht's durch. Alles klar. Ich sag ja, du kannst keine zwei Schritte gehen ohne Explosion. Einmal hier durch. Okay.
Okay, das war vielleicht doch nicht so klug, obwohl. Jetzt hier durch. Jetzt hier rum. Kann ich hier vielleicht hoch? Nö. Aber ich bin trotzdem weiter. Oh Gott, überall Flammen. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Alter, ich stecke hier fest. Und ich kann mich hier nicht hochziehen. Ich kann aber auch nicht in die Flammen rein. Okay, okay, alles gut, alles gut. So ein bisschen Feuer bringt mich nicht um. Wir sind beinahe da, Freunde. Oh, yes, baby! What the fuck? Ist der Boiler wieder runtergeflogen? Hallo, irgendjemand hier unten? Grace, bist du da? Heb ab! Oh, wenn du das hörst, dann verschwinde verdammt nochmal, verstehst du? Die Peggys jagen Menschen wie dich. Leute, von denen sie wissen, dass sie mit Waffen umgehen können. Sie kommen mitten in der Nacht und brennen ihre Häuser nieder. Ich weiß, dass du dich wehren willst. Bitte, ich flehe dich an. Tu es nicht. Du musst fliehen. Gott, ich hoffe, du hörst das noch rechtzeitig. Okay, eine Nachricht. Und jede Menge Money. Der Fuchsbau. Baby, komm zu Daddy. Eine neue Anpassung. Miliz. Gönnung. Och nö, nicht mit Scope. Scope ist irgendwie uncool. Überall steht ein Bild von Boomer rum. Alter, der Hund ist legendary. Afghanistan. Eine Story von ihrem Daddy. Ah, fuck. Verdrückt. Passiert. Jo. Mein Fehler. Auf geht's. Ich rücke vor. Feindkontakt. Ich will noch ein bisschen Bonusgeld. Ey, da drin ist irgendwie voll wenig Kohle. So, warte mal. Ich brauche dich hier. So, und ich brauche dich da. Und jetzt stimmt's wieder. Mittlerweile weiß ich, wie es geht. So, irgendwas hier unten drin noch? Anrufbeantworter haben wir, Heftchen haben wir genommen. Munition sind wir, glaube ich, auch voll. Hier können wir noch was plündern. So. Weil wir ja mehr plündern wollen, ne? Ich habe ja gesagt, ich will unbedingt mehr plündern. Und wir schon wieder 4 Punkte haben, schaue ich mal. Kann ich den Rucksack hier nehmen? Nee, 7. Fuck, 7. Na gut. Ich habe alles, was ich will. Wie komme ich hier am besten wieder raus? Jetzt mal ganz ehrlich. Ah. Hier ist ein Weg. Lass mich durch. So. Ich suche mir einen besseren Winkel. Heiliger! Guter Schuss! Heilige Scheiße! So. Da unten! Oh Gott! Bitte! Und wieder jemanden gerettet. Wo ist da noch jemand? What the fuck, what the fuck, what the fuck? Ich dachte, ich bin hinüber. Danke. Ein Heli? Nee, das ist kein Heli. Egal, ich will jetzt endlich meinen Burger. Ich will endlich meinen Burger. Okay, wir können hier schon mal eine Schnellreise hinmachen. Da sparen wir ein bisschen Zeit. Reisen wir hier hin, sonst kommen wir ja nie zum alten Bär. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Der Vater... Lust, Gier. Ja, schon ein ziemlich kranker Typ. Ach ja, wer mehr zur Story erfahren möchte, auf Amazon Prime, kann man sich kostenlos so einen Kurzfilm reinziehen.
zu Far Cry 5. Würde einen Verstoß und gesessen, aber wer was kann, ist im Vorteil. Es gibt immer einen, der dich für irgendwas braucht. Und der ist eigentlich gar nicht mal so scheiße, der Film. Es gibt da dieses Mädchen, Skylar. Fantastische Anglerin. Sie sucht nach Hilfe, um den Admiral zu fangen. Du solltest sie aufspüren, wenn du die Gelegenheit hast. Okay. Skylar. Will den Admiral. Was auch immer. Wahrscheinlich irgendein fetter Fisch. So, hier vorne steht ein Fahrzeug. Dann düsen wir mal los. Nicht wahr, Dave Stone? Du fährst, Dave. Kriegst das hin? Moment, das ist doch ein... Ist das ein Einsitzer? Warte mal. Kann da keiner hinten drauf? Du fährst. Warum ich? Du fährst, Dave. Komm runter. Komm. Du fährst. Ich will chillen. Anscheinend muss ich wirklich fahren. Führt anscheinend echt kein Weg dran vorbei bei dem Fahrzeug. Ja, ich bin ja schon dabei. Also, wir wollen erstmal hier über den Fluss. Wow. Alter, warum ist denn hier so viel Blut? So, und die Linie führt uns zu dem hin, Skunk, wo wir wollen. Skunk? Stinktier? Es gibt Stinktiere hier in Far Cry? Neue Region. Dave! Kümmer dich mal bitte. Danke. Deputy, du bist jetzt im Henbane-Gebiet. Du darfst deinen Sinnen nicht trauen. Ach du Scheiße! Darfst du auch nur ein Wort von Faith glauben. Und halte dich von diesen weißen Blumen fern. Sie wirken harmlos, aber die stellen irgendwas in deinem Gehirn an. Wenn du mir nicht glaubst, dann wart mal ab, bis du auf diese herumschnufenden Junkies triffst. Sekte nennt sie Angels, aber sie können dich zerreißen wie Papier, wenn sie wollen. What the fuck? What the fuck? Scheiß Puma! Holy shit! Warum muss das immer alles eskalieren? Okay, der hält super viel aus. Der hält mega viel aus. Leck mich fett. Ich muss mir unbedingt Medikits besorgen. Bitte, hol mich her. Danke, dass du mich befreit hast. Ah, kein Problem. Alter, was war das hier wieder schon für ein krasser VIP? Okay, warte, Dave. Tu mir einen Gefallen und fahr, bitte. Dann kann ich schießen. Na los! Okay, du weißt, wo du hin musst, oder? Du musst, mein Freund, du musst... Du musst hier hin. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen. Aber ich glaube, Cheeseburger läuft noch frei rum. Da musst du hin. Irgendwie hat Dave... Ist absolut nicht drauf, ne? Na los! Gute Idee. Oh, komm, lass mich fahren. Ist ja furchtbar. Dave kann töten, aber nicht fahren. Komm, spring drauf. Na hopp. Okay, los. Tja, Leute, ich muss selbst fahren. Führt kein Weg dran vorbei. Alter! What the heck? No! Ihr wollt mich verarschen, oder? Baller den Elch ab! Ja, los! Nein? Dann eben nicht!
Ich habe keine Zeit, ich muss Cheeseburger. Also. Na gut. Dann sag mal, was ist hier los? Hast du gehört, dass sie einen Film bei der alten Grimalkin-Mine drehen? Das kann nicht sein. Niemand wäre so bescheuert. Dave! Alter, der Typ hat doch Probleme. Der fährt jetzt wirklich da hinten hin, um den Elch abzuknallen? Dave, du musst das nicht mehr tun. Ich zieh den Befehl zurück. Du musst das nicht tun, Dave. Ey, yo! Toll. Da bist du! Hab einen getötet! Dave? Dave! Okay! Komm her, Dave. Komm her! Lass mich hinten drauf. Okay, jetzt fahr! Fahr! Gib Gummi! Ich seh's! Das wird nichts! Oh Gott, Dave, du machst mich wahnsinnig. Leck mich. Komm einfach mit. Mach weiter. Ja. Ach, scheiß auf Dave. Ich komm nicht voran mit Dave. Ich rücke vor. Kultisten voraus. Unten bleiben. Ah! Verfickt noch eins! Großer Gott, Dave, wo bist du? Ich deck dich! Ah, scheiße! Ich will doch nur einen Cheeseburger! Mit Pommes und Cola! Yo, Fang! Stinkt hier, stinkt hier, stinkt hier! Oh, gut, Mann. Verdammt gut. Jo, wie kann ich schießen? Oh Gott! Einfach Gummi geben. Alles ignorieren. Einfach Gummi geben. So. Alles passiert. Ich wurde unter Vorforschung falscher Tatsachen geerdet. Bin unterwegs. What the fuck is going on? Vorsicht, Dave. Ich weiß. Ganz easy, Bruder, ganz easy. Alter, die haben einen Drogenbär. Einen Drogenwolf. Wahrscheinlich auch einen Drogenbär. Scheiße, wie komme ich denn hier am besten durch? Ey, die sind komplett verblendet hier, ne? Die sind alle hart drauf. Oh oh.
What the fuck is going on? What the fuck is... Scheiße, Dave! Oh, ich brauche Deckung. Wunder, dass ich noch am Leben bin. Und Alarm natürlich. Jetzt geht's rund. Ich brauche Medikits. Hier sind überall diese Crack-Junkies. So, der ist erledigt. Der kommt garantiert nie wieder zu uns. Man muss schon sagen, es ist deutlich schwieriger als die Vorgänger. Na? Alter, scheiße, wen haben wir denn hier? Oh mein Gott! Hat der eine Bazooka? Hat der eine scheiß Bazooka? Oh Gott, ein scheiß Helikopter. Lass mich da rein. Oh nein, die haben Dave Stone. So. Okay, Dave, ich hol dich. Ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich. Ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben, Bruder. Eine Menge schuldest du mir. Eine Menge. Yes! Boom, baby, boom! Das Fang Center gehört uns. Kann den mal jemand runterkratzen? Gute Leute! Echt gute Leute! Oh, ich kratz den Jungen da drüben mal runter. Ah, super. Einfach nur super. So, ich muss meinen Scheiß hier mal loswerden. Und ich könnte ganz gut hier Ding gebrauchen. Medikits. Was? Wartungsarbeiten? Okay. So, Freunde, ich bin wieder frisch. Wartungsarbeiten, aber wo kriege ich jetzt hier meinen Teddybär? Ich habe da drüben noch ein Safe gesehen. Gute Arbeit, Deputy. Die Sekte wird im Fangzentrum keinen Judges mehr abrichten können. Die haben ihre Lektion hoffentlich gelernt. Wer sich mit uns anlegt, hat nichts zu lachen. Gut, du bist da. Die Fowler-Brüder werden sich freuen, ihre Einrichtung zurückzubekommen. Sieh mal nach, ob sie Hilfe brauchen, okay? Da könnten sich noch ein paar verängstigte Tiere rumtreiben. Alles klar, warte mal, ich finde hier mal den Safe. Bamsen. Boah, ich habe Silber gefunden. Silberbarren. Silberbarren sind in allen Außenposten und an anderen Orten in Hope County versteckt. Nutze Silberbarren, um Prestigewaffen, Fahrzeuge, Kleidung und Skins in jedem Geschäft in der Spielwelt zu kaufen. Du kannst Silberbarren auch im Shop, im Pausenmenü kaufen oder ausgeben. Ich glaube sogar, ich habe ein paar Silberbarren, denn ich habe ja die Gold Edition und mit einem Haufen Vorbestellerkram und so. Da geht was. Da geht eine Menge, du. Oh, geil, ein Baseball. Ein Fundstück. Scheiße, nicht wegzukriegen. Den kriegt er nicht weg. Sau gut, oder? Sau gut. Ah, wenigstens hier wurde ein bisschen geputzt. Du bist genau die Person, nach ich höre doch die ganze Zeit hier was wieder. Ich höre doch hier schon wieder so eine Sammelfigur. Aber ich habe keine Ahnung wo. Verdammte Peggys mit ihrem verdammten Schwachsinn. Hey, da bist du ja. Danke, dass du das Fangzentrum zurückerobert hast. Auch wenn die Tiere jetzt weg sind. Bin wirklich froh, dass die Sekte hier nicht mehr ihre Wölfe abrichten kann. Die haben die Wölfe sogar runter zum alten Sägewerk geschickt, um die Gefangenen in Schach zu halten.
Wir hatten einen Bären, der Cheeseburger hieß. Er war eine kleine Berühmtheit. Er hatte eine Schwäche für Chads Imbiss. Aber er hat Diabetes bekommen und wir mussten ihn auf eine Lachsdiät setzen. Jedenfalls wollte die Sekte ihn mitnehmen, also habe ich ihn freigelassen. Angeblich richtet er ganz schön Chaos an. Jemand sollte nach ihm suchen und gucken, ob es ihm gut geht. Aber nimm auf jeden Fall ein paar Lachse aus dem Teich mit. Wenn du Cheeseburger mit dem Lachs fütterst, wird er zutraulicher. Hast du eben gerade deinen Besen weggeworfen? Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Ja, Wade. Und das Fangzentrum. Wartet mal. Na, ich will jetzt hier nicht in den Shop. Okay, Cheeseburger wird ein bisschen komplexer als erwartet. Irgendwo hier muss so eine Figur sein. Ich höre die ganze Zeit hier dieses Rumgeheule. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Figur ist. Oh, diese Schweine! Diese verdammten Schweine. Dave, Schweine sind das. Verdammte Schweine. Die Cheeseburger-Höhle. Das muss irgendwo hier sein, das Spielzeug. Irgendwo hier. In dieser Gegend weiß man nie, auf wen man stößt. Die rennt hier mit einem Knüppel rum. Alter Dottie. Sharon Jones. Die ist ja voll der Brecher. Warte mal. Ich glaube, die nehme ich mit. Ich glaube, ich hau die hier raus. Und nehme die mal mit. Ich wollte eines ihrer Ausbildungslager infiltrieren und mir selbst ansehen, was da so läuft. Das könnte ja hilfreich sein. Aber dann wüsste ich vielleicht gar nicht, ob ich nicht auch eine Gehirnwäsche abbekommen habe. Hey, Kumpel. Willkommen in der Gang. Sharon. Hab dich hier noch nie gesehen. Hast du dich verlaufen? Ich habe keine Ahnung, wo dieser Teddybär noch ist. Egal. Ist jetzt auch egal. Wir wollen ja den großen, das Original. So, hier. Aber wir müssen angeln. Dafür müssen wir erstmal angeln gehen. Gut, aber die Folge ist leider vorbei. Ich hätte gedacht, das geht ein bisschen schneller. Geht's aber nicht. Aber hey, die nächste Folge, die wartet schon auf euch. Lasst ganz viele Bewertungen da. Und dann kommt sie ganz, ganz schnell. Bis zum nächsten Mal und tschüss!